Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 382. Sendung von Sport in Schwerin aus der Sporthalle in Wismar. Zweitliga Handball steht auf dem Programm. Die TSG Wismar empfängt den TSV Nordharreslee. TSG Wismar auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht, ist in arger Bedrängnis und müssen unbedingt punkten hier zu Hause, um den Klassenerhalt Punkte zu sammeln. Der TSV Nordharreslee momentan die beste norddeutsche Mannschaft, denn in der neuen zweiten Liga, die aus Nord und Süd zusammengelegt wurde, dominiert doch der südliche Part. Und dass sie das anders können, dass das besser geht, das will Nordharreslee auch hier zeigen in Wismar und die nötigen Punkte ebenfalls für den Klassenerhalt sammeln. Das schauen wir uns an, TSG Wismar gegen den TSV Nordharreslee. So, und damit herzlich willkommen vom Kommentatorenplatz. Wir haben uns bereit gemacht. Neben mir habe ich Lena Petersen, verletzte Spielerin des TSV Nordharreslee. Erstmal hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Sie wird nun mit uns jetzt das Spiel zusammen begleiten, ein bisschen die Eindrücke aus Nordharreslee schildern. Und auf geht's mit Anwurf TSG Wismar. Ja, also, Lena, ist für euch ja sehr gut gelaufen im Laufe der Hinrunde. Platz 7, die beste norddeutsche Mannschaft. Habt ihr auch so nicht erwartet? Also zu Anfang war ja eigentlich das Ziel, in Anführungszeichen nur die Klasse zu halten, dass es jetzt so gut läuft. Ich meine, das freut uns natürlich, aber wir wissen auch weiter, dass wir jetzt dranbleiben müssen und dass wir noch Punkte holen müssen. Das ist ja so nicht reicht und ja, versuchen das jetzt. Ja, aber das erste Tor erstmal für die TSG Wismar durch Eva-Marie Kolecker. TSG Wismar kommt mit dem Sieg aus dem Spiel in Greven. Da konnten sie auf 7 Punkte aufstocken und sind so wieder dran an den Nicht-Abstiegsplätzen. Und der Wurf von Christian Wolter neben das Tor. Schneller Beginn der TSG. Nordharreslee, der Nordexpress genannt. Als Alternativnamen habt ihr die Maschinen. Kannst du mir sagen, wo der herkommt? Das weiß ich gerade ganz ehrlich auch nicht so genau. Aber woher kommt denn der genau? Ich kann es leider auch nicht sagen. Vielleicht können wir das noch klären. Nee, die haben so ein Lied und da sind wir die Maschinen. Ja, alles überrollen und ja, maschinenmäßig eben. Ja, zumindest gegenüber den norddeutschen Mannschaften hat das bisher ganz gut geklappt. Ja. Schnelle Umkehrspiel klappt noch nicht so gut bei Nordharreslee. Ja, kaum gesagt, der Ausgleich. Melanie Legert. Mit dem 1-1. Ja, du selber kannst uns zur Verfügung stehen. Du bist verletzt. Kreuzbandriss. Wo ist das passiert? Im Training haben wir zum Aufwärmen Fußball gespielt und da bin ich ohne Gegenwehr. Ich habe mir ganz blöd mein Knie verdreht und dann ja, dachten wir alle erst, das wäre nur ein Innenbandriss und das Kreuzband vielleicht gezerrt oder so. Aber dann kam doch die Diagnose, dass das Kreuzband gerissen ist. Das Ganze. Bittere Diagnose, ganz bitter für die TSG Wismar. Jetzt der Konter, Sabrina Meyer mit dem 2-1 für die Gäste. Ja, wie geht man denn so ein Spiel gegen den Tabellenletzten? Die Chance, Melanie Legert mit dem erneuten Konter und 3-1.
für Haare. Nochmal, wie geht man so ein Spiel gegen Tabellenletzte? Sag mal so, wenn man auswärts gewinnen will, dann hier? Ja, also das natürlich, man rechnet sich halt schon hohe Chancen aus, aber gerade gegen Wismar war das Hinspiel, haben wir ja 35-31 gewonnen und das war auch lange nicht so eindeutig, sage ich mal, dass die vier Tore am Ende, weil sie uns oft mit einem und demselben Spielzug auseinandergespielt haben. Und ja, wir wissen, dass wir die Abwehr jetzt umstellen müssen und den Spielzug besser abwehren müssen und ja. Ja, dann klär uns mal auf, welcher Spielzug war denn das? Oh Gott. Ich glaube, es wurde eingeleitet durch eine Verlagerung von dem Halm und dann ist, glaube ich, die Rückraummitte an den Kreis übergegangen und der zweite Kreisläufer ist nachgelaufen, wurde dann meistens angespielt oder der Rückraumwerfer hat es eben selber gemacht, weil die Abwehr defensiv stand. Klasse reagiert, Stefanie Lars auf Außen und dann der Fehlwurf von Svea Pincox. Habt ihr Glück gehabt? Ja, Franka Kühne rausgerückt. Gut schnell reagiert. So, Nordhareslee, für die Leute, die es nicht wissen, das ist eine Stadt in der Nähe von Flensburg, so kann man sagen. Oh, jetzt war das Tor. Jetzt von Jana Behrensen. Und Franka Kühne auf der anderen Seite am Tor vorbei. 1-4 und der Tempo-Gegenstoß. Latte. Meier mit dem Landbuch. Ja, Nordhareslee, Stadt am Rande von Flensburg. Ja, Dorf neben Flensburg, aber so kann man das schon sagen. Ja, Flensburg, Wismar ist doch eine ganze Strecke. Wie lange seid ihr gefahren? Ich glaube, gefahren sind wir nur so um und bei drei Stunden. Aber wenn man natürlich sonst immer bis nach Stuttgart manchmal runterfährt, dann sind 3 Stunden das noch eine angenehme Strecke. Ja, Stuttgart, wie lange fährt man da? Erstmal das Tor jetzt. Svea Pincox. Wie lange fährt man da? Also wir machen das immer so, dass wir freitags um 16 Uhr losfahren und dann fahren wir meistens bis 23 Uhr, so bis Kassel oder so. Und dann fahren wir am nächsten Tag um 10 wieder los und dann ja, bis 17 Uhr oder 16 Uhr. Es gab noch Gelb gegen Pia Zinkok und Svenja Vogelherr mit dem Treffer für Nordhareslee zum 5-2. Ja, was macht man auf so einer langen... Ihr fahrt doch mit dem Bus, nehme ich richtig an? Ja, mit einem großen Bus meistens. Was macht man da an der Zeit? Ja. Gibt es da... Entwickelt man da mit der Zeit so ein Geheimrezept, wie man sich im Bus beschäftigt? Also wir haben einmal die Nintendo DS-Gang. Die spielt eigentlich durchgehend Nintendo DS. Dann wird er in der Nacht geladen und auf der nächsten Tour geht es dann weiter. Ja, dann redet man natürlich viel und... Meistens ist es auch sehr witzig auf den Auswärtsfahrten, nicht so, dass man jetzt vor Langeweile irgendwie umkommt. Also es geht schon. Und auf der Rücktour schlafen sowieso immer alle, dann ist es auch egal. Also deine Mannschaft, dein bester Freund? Ja. Man verbringt natürlich auch viel Zeit mit denen. Das ist schon so, dass man sagen kann, dass wir auch außerhalb des Trainings und des Spiels und der Busfahrten oder so viel miteinander machen. Und wieder der Tempo-Gegenstoß. Und Borkowski mit der Parade verhindert einen höheren Rückstand. Und Wismar muss definitiv an der Toreffektivität arbeiten. Sonst wird das ein sehr schwieriges Spiel. Wer aus mal. Wieder scheitern sie. Diesmal Eva-Marie Kollegger. Nordhareslee schaltet sehr, sehr schnell um. Ah, sehr gute. Und nach vorne gebracht, jetzt der Ballbesitz für Wismar. Ja, wir haben in Wismar eigentlich für
Zweitliga-Frauenhandball, recht hohes Zuschaueraufkommen. Noch um die 1000 Zuschauer verlieren sich immer hier in die Halle. Wie viele erwarten euch zu Hause? Ja, also was die Zuschauer betrifft, sind wir da nicht so gut ausgestattet, sage ich mal, wie sie hier. Wir haben immer so um und bei 200, weil wir natürlich auch das Problem haben, dass mit Flensburg Handel wird, dass die natürlich auch viele Zuschauer anziehen. Und auch die Wölfe aus Park, die auch dritte Liga spielen, Männerhandball, ist halt auch ein Feldmagnet. Ja, und in der Zeit verkürzt die TSG Wismar auf 4:5. Stefanie Lars am Kreis und der Konter von Franziska Hippler. Und schon ist das Spiel wieder spannend, 4:5. Jana Schulz zum ersten Mal steigt sie hoch in diesem Spiel. Macht den Treffer. Der 6. Treffer, die 5. Torschützin auf Seiten von Nordhareslev. Ausgeglichene Mannschaftsleistung. Christine Wolter. Auf der Gegenseite, 5. Treffer, 5. Torschützin auf Wismarer Seite. Also wir sehen hier zwei ausgeglichene Mannschaften. Lena, was wäre deine Position jetzt auf dem Feld? Kreis normalerweise. Also die harten Schläge einstecken muss. Ja, richtig, meistens. Wie kamst du auf die Idee, am Kreis zu spielen? Es war eigentlich nicht meine Idee. Ich habe früher im Rückraum gespielt, auf Rückraum links und Rückraum Mitte vor allem. Aber als dann in die Landesauswahl ging, da hat uns meine Kreisläuferin gefehlt und dann hat sich das so entwickelt. Also gehe ich davon aus, du kommst aus der Jugend von Nordhareslev? Nee, also ich habe angefangen in Kappeln und bin dann nach Hofschlag gegangen, weil das eigentlich der nächstgrößte Verein mit einer guten Jugendförderung war. Und dann war ich 2 Jahre auf dem Internat, weil das mit dem Fahren halt zu weit ist. Und dann bin ich jetzt letztes Jahr vom Internat runter und nach Hareslev gewechselt. Ja, du hast schon ein bisschen was gesehen im norddeutschen Frauenhandball. Jetzt das Tor von Svenja Vogeler. Zum 7:5 von Nordhareslev. Ein bisschen behäbig, was Wismar da spielt. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn der Gegner nicht weiß, was er machen soll. Ja, das ist es ja eigentlich immer, vor allem in der Abwehr. Ja, jetzt haben sie ein bisschen Glück. Christine Wolter. 2. Treffer. 6:7. Habt ihr eigentlich so eine Art interne Zielsetzung, wie viele Punkte ihr noch holen wollt in der Rückrunde? Ja, haben wir schon. Wir setzen uns aber immer unsere Ziele vierteljährlich. Und jetzt, bis nach dem Travemünde-Spiel, wollen wir, glaube ich, noch 12 Punkte holen. Das ist eine ganze Menge. Und das Tor von Melanie Legard, ihr 3. Treffer. 8:6 für Hareslev. Pass sofort das Umschalten. Da schlägt sie neben mir die Hände über den Kopf. Ja, das ist natürlich bitter, wenn man so eine Chance hat und dann einen Fangfehler macht. Das kann natürlich immer mal passieren. Ja, Glück für die TSG Wismar. Aber Glück, was sie auch verdammt nötig haben. 6:8 der Spielstand. Gerade in Wismar, vorher mit Tilata, also dem Trainer der TSG Wismar, gesprochen. Grasierte doch einiges an Virus hier in Wismar. Wie ist das bei euch? Alle gesund geblieben? Ja, Bente Priest hat auch eine Grippe und spielt heute auch noch nicht. Aber sonst sind eigentlich alle mit dabei. Ja, in der Zeit Franziska Hippler am Kreis mit dem Treffer. 7:8.
Und Jana Schulz erneut erfolgreich. Jana Lemke. Ja, Lena, gehst neben mir mit. Wie sehr zittern jetzt die Finger? Ja, man hofft natürlich immer, dass die Mannschaft gewinnt. Aber ich denke, am Anfang des Spiels kann man dem noch ganz ruhig entgegengehen. Am Ende wird es dann spannend, vielleicht. Mal sehen. Und ihr seid konditionell gut genug drauf, um das zu machen? Ja, also ich sehe gerade das Tempospiel als unsere Stärke an. Und ich denke, dass es daran nicht unbedingt scheitern sollte. Ja, das war eine gute Finte von Christine Wolter. 8-9. Und wieder Jana Lemke. Wollte doch nur, dass ich das nochmal korrekt sage. 8-10. Ist es eigentlich normal, dass du mitreißt auf Auswärtsspielen oder nur, weil es gerade so kurz ist? Nee, das ist eigentlich normal bei uns, auch wenn wir Verletzte haben, dass die immer mitkommen, es sei denn, die haben jetzt Betten oder so. Aber sonst ist das eigentlich normal. Klasse, Parade von Borkowski. Hält Wismar im Spiel. Klasse Kreisanspiellauf, Stefanie Lars. Ah, da hätte sie fast den Ball gehabt. Leger hat mit der Chance. Ihr vierter Treffer bisher im Spiel. 9-7. Ja, natürlich, wenn man rausstürzt, muss man den Ball haben. Ja. Von außen scheitert Kollecker. Oh, schön von außen eingesprungen, Melanie Wahr. Und auf der Gegenseite ist es Stefanie Lars. Ja, du sagtest es gerade, Melanie Barr spielt eigentlich nur zu Hause mit. Warum? Weil sie eine kleine Tochter hat. Und wenn man natürlich das ganze Wochenende unterwegs ist, das ist natürlich schwierig. Ja, Mensch, das ist doch... auch ein schöner Grund, mal auf Handball zu verzichten. Und jetzt Jana Lemke. Und jetzt gibt es Auszeit für die TSG Wismar. So, jetzt haben wir Auszeit genommen von TSG Wismar. Aber schauen wir ruhig mal auf Nordharreslee. Was würdest du der Mannschaft jetzt mitgeben? Als Trainer so. Als Trainerin. Vielleicht etwas konzentrierter noch spielen, dass man die vergebenen Chancen, zum Beispiel die Fehlwürfe oder die Fehlpässe, noch auslässt. Aber sonst denke ich, ist das ganz in Ordnung. In der Abwehr vielleicht ein bisschen konsequenter zugreifen. Auch gerade wenn Zeitspiel schon angezeigt ist, dass man dann konsequent am Ball bleibt und nicht durch kleine Fehler dann noch Tore kassiert. Unglücklich.
Ja, das kann in der zweiten Liga ganz schnell mal bestraft werden. Ich denke mal, bei der TSG müsste vielleicht noch ein klein bisschen mehr aus dem Rückraum kommen. Also besser aus dem Rückraum kommen. Würfe bisher nicht unbedingt gut und am Kreis. Stefan Lilas war eine Option, aber er ist auch sehr gut zugestellt bisher. War wirklich eine Variante gespielt und ich glaube, das ist die von dir angesprochene Variante mit dem zweiten Kreis. Idee gut, Franka Kühne hätte auch Fuß gegen Wismar geben können. Hatte Glück. Kühne. Gerade Mareike Vogel, gut abgewehrt den Ball. Oh, Melanie Bahr geschubst und Christine Wolter nicht geahndet. Machen im hohen Tempo weiter. Franka Kühne scheitert am Block. Legal, aus, rausgelegt, genau richtig. Melanie Bahr scheitert an Borkowski. Halb hoch ist für den Torwart. Ja, das kann man eigentlich sagen. So, eine Spielerin wie Melanie Bahr, die ist ja doch schon sehr erfahren, aber auch selbst du weißt es, warum tut man das dann? Sie auch gerade einfach sehr gut gestanden hat, weil sie die Innenecke weit aufgemacht hat und dann noch reingegangen ist. Also die ergangene Boden, jetzt gibt es auch gelbe Karte gegen Maria Schiebrat. Erste, zweite im Spiel. Nach 90 Minuten kann man das auch als sehr fair bezeichnen. Franka Kühne geht raus und Ludmilla Jemmerzell kommt. Und Hippler scheitert aus dem Rückraum. Und das Umkehrverhalten von der TSG gefällt mir da nicht. Auch wenn es nicht zum Erfolg führt. Das sieht doch sehr halbherzig aus, wie sie das Umkehrverhalten anlegen. Gerade wenn der Nordexpress anrollt. Jetzt gut aufgepasst von Kohlecker. Der Tempo-Gegenstoß, Hippler. Schlechter Pass. Es bleibt der Ballbesitz. Ja, Ludmilla Jemmerzek. Letztes Jahr hat sie TSG Wismar den Klassenerhalt gesichert im Relegationsspiel gegen Oldenburg 2. Das ganze Spiel nicht vorhanden und die letzten 5 Minuten legt sie einen Ball nach dem anderen ins Tor. Als hätte sie nur darauf gewartet, dass sie loslegen darf. Stefanie Lars, übertreten. Ärgert sie sich und direkt wieder der Tempo-Gegenstoß. Legard, übers Tor. Es geht ja noch ein bisschen fahrlässig um mit den Chancen. Ja, aber ich denke, also haben wir auch schon die letzten Spiele ein paar Probleme mit der Chancenverwertung. Aber ich denke, noch kann man das ganz ruhig sehen. Hauptsache, es wird am Ende noch besser. Ja, bisher könnt ihr euch nicht beschweren. Er liegt mit 3 vorn. Oh, Hallensprecher versucht jetzt die Halle mitzuholen. Auch vor dem Spiel lag hier ein Transparent. Gemeinsam können wir es schaffen. An der Kulisse in Wismar hat es sicherlich nie gelegen. Legard. Wieder am Tor vorbei. Da wäre wohl der Pass raus auf Melanie Bahn noch die bessere Variante gewesen. Aber ich denke, den hätte sie spielen können, wobei sie ja auch frei war. Ich denke, sie hat einfach nur den Ball nicht richtig mitgenommen und daran hat es da gelegen. Jemmerzek aus dem Rückraum, genau das ist das Spiel.
von Ludmila Jamacek, ihr erster Treffer. F13. Wie oft schaut man als Spieler eigentlich auf den Spielstand? Das kommt natürlich immer drauf an, wie es gerade steht. Und umso enger es ist, desto öfter guckt man dann natürlich auch auf die Anzeigetafel. Es gibt 7 Meter, 2 Minuten gegen Jana Lemke. Und Jamacek mit dem 7 Meter. Und den Treffer. Jetzt weiter Treffer, Anschluss. So, hier spielt jetzt in Unterzahl. Melanie Wahr geht auf die Mitte. Worauf achtet man jetzt im Unterzahlspiel, im Angriff? Naja, man achtet natürlich darauf, dass man so viel Zeit wie möglich runterspielen kann im Angriff und dass man nur die hundertprozentigen Chancen nutzt, keine halbherzigen Sachen macht, weil das sonst eben schnelle Ballverluste sind. Ja. Ja, Lega, toller Wurf an die Latte, aber das wirkte mir nicht wie eine hundertprozentige. Naja, er war ja fast drin. Aber nur fast und auf der anderen Seite Mareike Vogel. Da muss man natürlich aufpassen, sonst kommt ziemlich schnell das Zeichen des passiven Spiels. Der Schiedsrichter, Stefanie Lars, kann den Ball nicht ganz erobern. Und jetzt gibt es Auszeit von der TSV Nordhaareslee. Ja, und jetzt möchte ich noch mal gerne wissen, was Trainerin Lena Petersen dazu sagt. Ja, ich denke wieder Chancenverwertung auf jeden Fall. Das waren jetzt schon wieder 4-5 Bälle, glaube ich. Und ja, sonst ist es, glaube ich, ganz gut. Auch das Tempospiel nach vorne ist ja wirklich gut und einfach nur konsequenter noch, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff. Aber ich denke, die sind auf einem guten Weg und wenn man an der Chancenverwertung arbeitet, dann klappt das auch. Ja, schauen wir mal drauf. Ja, der Trainer scheint etwas mehr zu sagen. Ja, wird da sicherlich auch ein bisschen ins Detail gehen. Vielleicht auch einfach, was er verändern möchte. Einen oder anderen Lauf. Vielleicht eine Spielvariante ansagen. Also was macht man jedenfalls doch in der Auszeit? Ja, also man sagt sicherlich auch die eine oder andere Spielvariante an, aber ist jetzt nicht so, dass er die vorgibt. Er zeigt uns so die verschiedenen Möglichkeiten auf und dann entscheidet man eben spontan, das muss man ja auch immer sehen, wie sich das alles ergibt. So, ist das mit Spielvariationen ja so, dass die meisten so ganz lustige Namen haben. Jetzt erstmal passives Spiel, schauen wir nochmal drauf. Da müssen wir jetzt abschließen gleich. Ja, aber eigentlich ist sie dann eine sichere Schützin. Ja. Aber Borkowski hat den. Tempo-Gegenstoß nochmal mitnehmen. Auch wenn es kein richtiger Mann ist, Christine Wolter. Von außen. Der Treffer für die TSG Wismar. Maria Bubara. So eine Spielkombination haben ja oftmals recht lustige Namen. Wie heißen die denn so bei euch? Ja, bei uns sind die leider weniger lustig. Wir haben eigentlich die meisten mit Zahlen bezeichnet. Oder lang oder so. Oder leer. Also so witzige Namen haben wir uns dann nicht einfallen lassen. Ja, dann wird es ja mal Zeit. Das wäre so die Aufgabe dann für die nächste Sommerpause. Ja, könnte man machen.
Jana Lemke und Antje Borkowski. Immer stärker im Spiel. Und siehe da, aus 13 zu 10, 13-13, jetzt die Chance für Wismar Wovara. Scheitert an Vogel. Und der Ball ist zu lang. Der muss natürlich ankommen. Ja, aber ich denke, dass gerade auch die Pässe durch die ganze Halle sehr schwer sind. Und da kann das mal passieren, dass einer schief geht. Psychologisch natürlich ungünstiger Zeitpunkt. 4,5 Minuten vor dem Ende. Und Wismar mit der Möglichkeit zur Führung. Stefanie Lars, klasse gespielt. Außen abgelegt. Tor für die TSG Wismar. Eva Maria Kollega. Ja, muss man ruhig bleiben, wenn dem Gegner so ein Ball gelingt. Ja, das stimmt schon. Wobei es ist ja auch noch lange zu spielen. Noch über eine Halbzeit. Kann beim Handball immer viel passieren. Über außen, das war klasse gespielt, Melanie Barr. Wie viel bekommt man jetzt während des Spiels von der Kulisse mit, als Spielerin? Während des Spiels, ich denke, das ist auch unterschiedlich, aber eigentlich eher wenig, würde ich jetzt sagen. Weil man eben sich auf das Spiel konzentriert und klar, man bekommt schon mit, dass da ja, ein bisschen Stimmung oder so ist, aber man lässt sich davon eigentlich eher selten beeinflussen. Ist eben auch unterschiedlich. Ja, jetzt hätten Wismar gerne Einwurf von der Ecke gehabt. Ist nicht der Fall. Melanie Barr mit der Führung für Haresleben. Das ist natürlich die beste Antwort für euch auf die Druckphase der Wismaranerinnen. Jetzt mit zwei Toren die Führung wiederherzustellen. 14-15. Stefanie Lars, Mareike Vogel am Kopf getroffen. Das ist natürlich unglücklich und einer der Hauptgründe, warum er nicht im Tor steht. Ja, ich denke auch, das möchte ich auch nicht abbekommen, aber sie hat es eigentlich des Öfteren und sie steckt das immer, also meistens ganz gut weg. Ja, man muss schon verrückt sein, um sich in ein Handballtor zu stellen. Ja, ich denke auch. Da gehört schon was zu. Ja, und so jetzt mal so unter uns, ist sie verrückt? Nein. Ja, sie sitzt auch schon wieder. Wir können das jetzt nicht sehen. Ah, steht ein bisschen neben sich. Aber sie kann schon wieder lächeln. Es geht weiter, so wollen wir das sehen. Unglücklich, aber es kann eben passieren bei einem Handballspiel. Und weiter geht's. Wir haben noch 2,5 Minuten auf der Uhr in der ersten Halbzeit. Wie ist das eigentlich mit dir? Du bist jetzt verletzt, du machst sicherlich eine gewisse Reha nach dem Kreuzbandriss. Wie oft bist du beim Training jetzt? Auch wenn ich mitmachen kannst. Also ich versuche natürlich so oft wie möglich dahin zu fahren. Aber es ist auch so, also ich wohne 40 Kilometer weg und es kommt dann immer drauf an, wie sich das dann vereinbaren lässt. Aber einmal die Woche bin ich eigentlich immer da. Ja, und jetzt die Lega dort, Stefanie Lars mit den Trefferinnen für ihre Mannschaft. 15-16.
40 Kilometer weit weg, also ich nehme an südlich, weil ich glaube nicht, dass du in Dänemark wohnst. Richtig, südlich. Wie kam der Kontakt mit Nordhaareslee zustande? Das kam eigentlich dadurch, dass es eben der einzige Verein war, der im Norden so hoch gespielt hat, also in der zweiten Liga. Und in Erfurt habe ich dritte Liga gespielt und ja, deshalb kam das eigentlich, dass es dann der Verein geworden ist. Oh, klasse Handspiel! Ja, Marcel auf Lars. Ihr fünfter Treffer bereits. 16-16 auf der anderen Seite ebenfalls das Kreisanspiel. Maja Schiebrat mit der erneuten Führung. Jetzt haben wir noch 20 Sekunden. Auf der Uhr in Halbzeit 1. Dann werden wir noch eine Möglichkeit sehen. Wieder das versuchte Kreisanspiel. Jetzt aus, die Kollecke. Nicht erfolgreich. Und das war's. Das war's. Gibt es dann noch eine Entscheidung der Schiedsrichter? Nein, das war's. Halbzeit zwischen Wismar und Nordhaareslee. 16-17. So, damit zurück auf vom Kommentatorenplatz und eine recht interessante Information. Hat alles ein bisschen länger gedauert, denn die Halbzeitpause dauert jetzt offiziell 15 Minuten. Und die Schiedsrichter sind angehalten, sich daran zu halten. Und Jana Lemke startet die zweite Halbzeit mit dem ersten Tor für Nordhaareslee und Lars übertreten. Ja, ja. Fünfter Treffer, 18-16 für Nordhaareslee. Ja, weiter nehmen wir Lena Petersen, die auch die zweite Halbzeit mit uns verfolgen wird. Ein paar Eindrücke wiedergeben wird. Und jetzt gibt es 7 Meter. Zur Überraschung vieler hier. Ja, mich persönlich überrascht das auch ein bisschen, aber nur gut für uns. Und Legard gegen Antje Borkowski. Legard mit dem Treffer. Der Sechste im Spiel, der erste bei 7 Meter. Und jetzt ist Haareslee wieder 3 vor. Wieder der versuchte Kreisanspiel. Und wieder ist der Ball weg. Und jetzt muss der lange Pass rüberkommen auf Melanie Bahr. Richtig gespielt. Und der Treffer. Nummer 4. Genau euer Spiel. Richtig. Das ist das, was wir viel spielen und auch ja, meistens auch erfolgreich. Ja. Und das sind natürlich auch einfache Tore, wenn man quasi nur laufen muss und nicht vorne noch so viel mit der Abwehr kämpfen muss, in Anführungszeichen. Ja, Jamacek scheitert am einfachen Block. Legard setzt sich da durch. Der war noch weit drüber. Dann selber aus der Abwehrposition läufst du dann selber auch oder lässt du andere laufen? Nee, ich laufe selber auch.
Und der Treffer jetzt von Franka Kühne. Der erste Treffer in diesem Spiel. War noch nicht wirklich drin im Spiel. Und Jemacek holt sich den Ball und dann gibt es Unstimmigkeiten zwischen Walter und Jemacek. Riesenaufschrei hier in Wismar. Ja, so einen Ball darf man nicht weggeben. Gerade nicht in der Situation, wo sich Wismar befindet. Und Jemacek wieder mit einem guten Block. Und der Konterlauf. Stefanie Lars nimmt den Ball. Und scheitert an Vogel. Auch da muss an der Effektivität gearbeitet werden. Jana Lemke-Bokowski. Es geht hin und her. Da kannst du dir das noch ganz entspannt angucken, ja? Drei vor. Ja, relativ entspannt. Man hofft natürlich schon, dass jeder Ball drin ist, dass man selber keine bekommt, aber... Jemacek mit dem Treffer. Ihr Dritter. 18-20. Bokowski. Bei der Enge, die ihr in der Mannschaft habt, wie schafft ihr es eigentlich, dass ihr da keinen Lagerkoller kriegt? Ein was? Ein Lagerkoller. Lagerkoller, also wenn man zu sehr aufeinander sitzt, sich dann irgendwann auf den Geist geht. Ach so, alles klar. Ich denke, das ist ja in allen Mannschaften so, dass man viel miteinander zu tun hat. Aber außerhalb des Handballs, so hat natürlich auch jeder noch einen anderen Freundeskreis, mit dem er dann auch viel macht. Und da wir uns alle gut verstehen, geht das eben gut. Ich denke, wenn sich eine Mannschaft nicht so gut versteht, dann kann das schon zu Problemen werden. Und Bokowski hält den leichten Ball. Wismar hat jetzt die Chance auf den Ausgleich. Sie haben scheinbar eine Abwehrlösung für euch gefunden. Wie bitte? Sie haben scheinbar eine Abwehrlösung für euch gefunden. Ja, aber werden wir sicherlich auch noch knacken. Ja, optimistisch, Lena Petersen. Jemacek. Hippler, aus dem Rückraum. Mareike Vogel hält euch im Spiel und der lange Pass, Melanie Wahr. Und der Treffer. Ihr Fünfter bereits. Wie könnt ihr die auf den langen Touren verschmerzen? Fünfter Treffer bereits von Melanie war. Ja, aber sie ist auch generell eine starke Gegenspielerin, weil sie eben auch sehr schnell ist und sehr ein gutes Umschalt. Weil sie sehr gut umschaltet. Da bringt sie uns immer eine Menge. Jemacek scheitert am Block und wieder das schnelle Umschalten. Und Hippler. Also über eine mangelnde Unterstützung der Zuschauer kann sich Wismar jedenfalls nicht beklagen. Kühne. Wieder Hippler. Und jetzt gibt es 7 Meter und 2 Minuten. Jemacek scheitert vom 7 Meter. Es bleibt beim 19-21.
Guter Block von Franka Kühne und jetzt muss eigentlich das passive Spiel kommen. Kommt es auch? Ein Fuß. Aber das passive Spiel bleibt angezeigt von den Schiedsrichtern. Und wer wirft da bei euch? Ich denke Melanie Legert, aber vielleicht ne, Jana Lemke. Wieder der Block von Kühne. Es bleibt beim passiven Spiel. Und der Ball ist vorbei. Kollege, schön aus, rausgespielt. Und Vogel, Jamacek hat den Ball. Springt hoch, Vogel. Starke Leistung von Mareike Vogel. Sie hat keine Angst, auch nach dem Kopftreffer nicht. Nee, ich denke, das motiviert einen meistens eher noch mehr, weil man das eben auch nicht auf sich sitzen lassen will, weil Kopftreffer meistens auch ziemlich unnötig sind. Pfeifen dann. Ja, hat so ein bisschen Vorteil weggepfiffen. Unterzahl für Haraldslee hat sich erledigt. Mannschaft wieder komplett. Und jetzt kommt die 1. Ja, ja, ja. Ja, oder auch nicht. Das war gut erbunden. Und natürlich gibt es mal insbesondere Franka Kühne jetzt besser im Spiel. Passives Spiel angezeigt. Es muss Lemke werfen. Vorher abgepfiffen. Da bist du nicht ganz einverstanden, Lena. Warum nicht? Nee, weil er das jetzt zum zweiten Mal gemacht hat. Und irgendwann. Ja. Aber bei dem Wurf ist das natürlich auch schnell vergessen. Ja. Melanie Legert. Treffer Nummer 7. Das Anspiel auf Lars. 20-22. Auch ihr sechster Treffer schon in diesem Spiel. Wieder Legert. Treffer Nummer 8. Kollege, Pfosten, Nachwurf, Tor. Christine Wolter. Und ich glaube, wir können jetzt 90 Minuten vorm Ende davon ausgehen. Wir sehen ein torreiches Spiel hier heute. Ja, ich denke auch. Es sind schon auf der einen Seite 21, auf der anderen 23 gefallen. Es sind auf jeden Fall viele Tore. Ja. Und wieder ist es Legert. Treffer Nummer 9. Das Kreisanspiel auf Lars funktioniert nicht und der Konter läuft. Und Justin Steiner inzwischen im Tor für die TSG Wismar. Hält den Ball. Lars. Müsste einmal abbrechen. Sehen Sie die richtige Entscheidung? Ja, was war so das höchste Ergebnis, bei dem du je mitgespielt hast? Schwierige Frage, das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Ist wahrscheinlich noch in der Jugend gewesen. Da sind die Unterschiede ja meistens noch größer. Aber das weiß ich gar nicht so genau. Und so die höchste Toranzahl von dir selbst, die kennt man doch meistens. Ach, da bin ich ganz ehrlich, die weiß ich auch nicht. Liga diesmal mit der Ableger schön weitergespielt. Und der Treffer für Nordhaareslee.
durch Katharina Sophie Volkwart. Und jetzt gibt es nochmal gelbe Karte. Ja, gegen Franka Kühne. Hast du Lena schon mal rot bekommen? Nee, auch noch nicht. Noch nie. Ah, Einlauber von Hippler. Funktioniert nicht. Lemke mit der Hand am Ball und der Konter läuft. Man kann bis mal wirklich froh sein, dass ihr das nicht richtig ausspielt. Ja, ich denke, wer ist jetzt schon der Zweite, glaube ich. Aber wir sind vorher auch schon viele gute Konter gelaufen. Ja, die zwei kann man bis jetzt ja auch noch verkraften dann. Ja, bisher könnt ihr das. Ihr führt mit 4, 25, 21. Hippler. Kühne, jetzt setz dich mal durch. Das Tor von Franka Kühne. Jetzt zweiter Treffer in diesem Spiel. Was kann man beobachten? Melanie Wagen geht jetzt von linker Abwehrposition auf die rechte Angriffsposition. Bringt er sich Verwirrung auf dem Spielfeld? Bitte? Sie geht jetzt von der linken Abwehrposition ganz links auf ganz rechts im Angriff. Bringt er sich Verwirrung? Nee, ich denke, dass es auch dann vorher schon so abgesprochen war. Und wenn alle Bescheid wissen, dann ist das natürlich auch kein Problem. Ja, noch eine Viertelstunde noch zu spielen. Und Hasley scheint das doch im Griff zu haben. Legat, Lemke. Legat. Gut aufgepasst diesmal. Ah, jetzt würde ich doch gerne mal in den Kopf von Trainer von der TSG Wismar reingucken, was eben gerade so rumschwirrt, welche Möglichkeiten er noch sieht, den Rückstand hier noch aufzuholen. Schöne Finte von Kühne. Schrittfehler gepfiffen. Da waren ja schon fast drei Leute am Kreis bei der TSG Wismar eben. Spielen auf jeden Fall wieder eine Zwei-Kreis-Variante. Verteidigt ihr bislang gut. Der Ball von Jamacek. Gehalten von Mareike Vogel. Geht aber auch weite Wege bei dieser Variante. Ja. Kreis ein Spiel, Justin Steiner. Ah, das ist viel zu eng, viel zu eng. Habt ihr einfach die Mitte komplett dicht gemacht, aber die Wismaranerinnen ziehen alle in die Mitte rein. Na, da ist natürlich kein Platz. Das stimmt schon, da machen die sich das Leben eigentlich nur selber schwer. Ja, wir haben teilweise im Spiel gesehen, wenn sie das Spiel breit gemacht haben, wenn sie die Außen mitgenommen haben, dann sind sie zum Erfolg gekommen. Ja, genau so. Kollege, klasse von Mareike Vogel. Franka Kühne hat da was abbekommen.
Auf die Hand. Oder? Nee, auf die Nase. Ja, das ist unschön. Kann halt passieren beim Handballspiel. Ja, es geht auch bei Franka Kühne weiter. Klasse Finte von Lemke und Melanie Bar. Treffer Nummer 6. Bismar jetzt mit Tempo. Franka Kühne und wieder Vogel. Nutzt ja eigentlich die Möglichkeit, die Nähe zur dänischen Grenze zum deutsch-dänischen Vergleich in Freundschaftsspielen, Testspielen? Ab und zu, vor allem in der Vorbereitung, dass wir mal so ein Testspiel machen, auch bei unserem eigenen Turnier WMF Cup. Hatten wir auch zwei dänische Mannschaften zu Gast, neben dem Buxtehude SV. Aber während der Saison, da die Saison natürlich auch extrem lang ist mit 31 Spielen, wenn man den Pokal dazu nimmt, eigentlich eher weniger. Ja, und jetzt 7 Meter. Melanie Leger hat bisher alles getroffen vom 7 Meter Punkt. Und auch diesmal. Zehnter Treffer, Auszeit durch die TSG Wismar. Ja, und du kannst dich quasi entspannt zurücklehnen. Noch knapp 11 Minuten zu spielen, 5 Tore vor. Was kann da noch schief gehen? Naja, es ist Handball, ne? Im Handball kann ja bekanntlich noch eine Menge schief gehen, aber ich denke, dass wir jetzt eigentlich ganz gut davor sind und dass die sich das auch nicht mehr nehmen lassen werden. Das sieht sehr konzentriert aus. Wir schauen mal rüber zur TSG Wismar. Ja, der Trainer Tino Labs, wenn du mal auch mit hinguckst, der sieht aus, als hat er noch einen ganz genauen Plan davon, wer das Spiel heute gewinnt. Also wenn er das mit der Auszeit noch gewinnt, dann ziehen wir den Hut. Vor dem großen Trainerverstand. Aber du hast es richtig gesagt, es sind nur 11 Minuten, es sind 5 Tore. Wir haben im Handball schon so einiges erlebt. Aber das waren schon Punkte, die er irgendwo eingeplant hatte. Ja, also. Die Idee gut, das Anspiel weniger auf Stefanie Lars an den Kreis. Ja, und Melanie Leger, wollte gerade sagen, da hat sie die Ruhe im Spiel gefunden und dann der Fehlpass. Ja, man darf jetzt sicherlich nicht den Fehler machen, das Tempo aus dem Spiel zu nehmen. Aus eurer Sicht. Ja, es kommt natürlich drauf an, wenn man jetzt eine gute Gegenstoßchance hat, dann wird man den Ball sicherlich spielen. Aber ich sag mal so, risikofreudige Pässe vielleicht nicht unbedingt. Wenn man jetzt nur mit 5 Toren vorne liegt, tut das nicht unbedingt Not. Jetzt Stefanie Lars, diesmal besser das Anspiel. Ihr 6. Treffer. Noch 4. 9,5 Minuten.
Legard wieder. Klasse Kreis ans Spiel. Und der Treffer von Svenja Vogeler. Also quasi deine Position. Ja, quasi. Aber also gerade bei uns ist es so, dass wir eigentlich den Konkurrenzkampf kaum sehen, weil wir uns beide einfach meistens sehr gut ergänzen. Wenn die eine mal nicht so einen guten Tag hat, dafür die andere umso besser. Und ja, wir verstehen uns auch so sehr gut, also bei uns ist das eigentlich kein Problem. Wir sind da auch nicht böse aufeinander oder so. Ja, aber jetzt mal ganz ernsthaft, Lena, haben die euch gecastet, dass das so gut passt? Wie bitte? Haben die euch gecastet, dass das so gut passt? Ja, nee, also sie war ja schon vorher da und ich kam dann erst nach. Und ja, sie haben sicherlich irgendwo gehofft, dass es dann so gut klappt. Kann ja niemand ahnen. Ja, Glück gehabt. Jana Berendsen, ja, jetzt erhöht auf 23-29. 6 Tore. Und langsam wird es eng für die TSG. Ja, eine lange Bundesliga-Handballtradition in Wismar nur unterbrochen von einem Regionalliga-Jahr, wo man überraschend abstieg aus der zweiten Liga, aber sofort wieder aufsteigen konnte. Stefanie Lars. 24-29. Ja, und jetzt nimmt Wismar Jana Lemke aus dem Spiel. Fällt Ihnen das ein bisschen spät ein? Ja, das ist natürlich jedem überlassen, wie er das Spiel möchte. Da sind jetzt die Räume am Kreis natürlich, ja, weil da die größer werden. Aber Jana Lemke ist auf der anderen Seite eine starke Rückraumschützin. Ist ja schwer zu sagen, wie man das am besten macht. 7 Meter. Und Legard, bisher ganz sicher. Nochmal? Ja. Also als Orakel eignest du dich nicht. Wichtig für die TSG Wismar, wenn man jetzt nochmal rankommen möchte. Zehn Minuten, der Altfreie sagt gerade 5 Tore. Ja, Marzek, zu leicht. Kein richtiger Druck hinter. So gut wie sie angefangen hat, Ludmilla Jemanzek. Schlimmer Foul. Und raus. Nicht zu bekommen, der Ball. Für Wovora. Und die Zeit läuft weg. War mit dem Dreher und was für ein schlechter Pass. Wenn man das Selbstvertrauen nicht mehr hat, Franziska Hippler. Was ist jetzt eigentlich die bessere Variante für Jana Lemke? Sich frei rennen, versuchen durch eine Finte in den Freiraum zu kommen oder einfach aus dem Spiel bleiben, um der Mannschaft den Platz zu geben? Ich denke, dass die Mannschaft auch so im 1-1 fit ist und dass sie auch die Räume so gut nutzen können. Sehr herausbleiben. Und Wovora scheitert von außen. Viereinhalb noch. Ah, die Zuschauer glauben hier nicht mehr dran.
Die Ersten machen sich fertig. Die Ersten haben die Halle bereits verlassen. Schrittfehler von Hippler. Ja, das merkt man natürlich auch auf dem Spielfeld, wenn die Unterstützung des eigenen Publikums nachlässt. Ja, ich denke, also ein bisschen, man bekommt es vielleicht mit, so, aber ich denke, man hat selber auch jetzt vielleicht ein bisschen Druck so in der Situation. Ja, man ist viel selber mit sich beschäftigt. Und Auszeit genommen von Nordharesley. Warum? Ich denke, weil sie jetzt ja nicht verunsichert sind, aber vielleicht manchmal ein bisschen zu früh den Abschluss suchen. Jetzt möchte er wahrscheinlich einfach nur noch mal Ruhe reinbringen und dann sagen, dass sie es einfach jetzt nur noch runterspielen. Ja. Ja, ich bin ein bisschen verwundert, weil bei Wismar gerade so gar nicht zusammenläuft und er jetzt natürlich dem Wismarer Trainer noch die Möglichkeit gibt, noch mal auf seine Mannschaft einzureden, sie noch mal zu formieren. Auch wenn 5 Tore in nicht mal mehr 4 Minuten eine ganze Menge Holz ist. Wir haben schon einiges gesehen und wenn sich die Abwehr fängt, hat man da auf einmal die Möglichkeit. Auch das haben wir im Handball schon gesehen, dass eine Auszeit für die eigene Mannschaft der Startschuss für den Gegner ist. Bobara dazwischen. Hippler und der Treffer. 25-29. 4 Tore, 3 Minuten. Herr Wovera macht das geschickt, da immer wieder einzulaufen. Und der Treffer von Jana Behrensen. Und da darf die Torhüterin natürlich nicht weggehen. Stürmer faul. Melanie Wahr bleibt da liegen. Zweieinhalb Minuten, 5 Tore. Ich würde sagen, da können wir einen Deckel drauf machen auf das Spiel. Ich hoffe doch. Nee, aber ich denke auch, dass sie das jetzt runterspielen. Und dann bei aller Wertschätzung für die TSG Wismar, gerade mit dem Sieg in Greven im Rücken, muss man doch so realistisch sein und sagen, bei dem Spiel, wie es bisher gelaufen ist, ist alles andere wie ein Sieg für Nordharesley sehr in den Bereich des Utopischen gewandert. Franka Kühne mit dem Ball gewinnt. Schrittfehler. Kann sich nicht entscheiden, was sie macht. Das war natürlich auch stark gemacht von Jana. Einfach gewartet, angetäuscht und dann zurückgegangen. Das war nicht schlecht. Und Lena ist auf der anderen. Nee, Mel ist auf der anderen Seite mitgelaufen und dann. Ja, gut gemacht. Ja, aber es war sehr bezeichnend für das ganze Spiel hier. Der TSG Wismar fehlt da einfach auch die Cleverheit. Cleverness, Cleverheit. Sehr schönes Wort.
Oh, das ist klasse gespielt. Das ist richtig ausgespielt. Und jetzt gibt es da 7 Meter. Finde ich etwas unverständlich. Sie ist halt reingelaufen noch, ne? Hätte auch stehen bleiben können. Ich denke, es war grenzwertig. Man sehen, wie man will. Melanie Legard, letzte verworfen. Der ist wieder drin. Treffer Nummer 11. Oh, Kühne kriegt den Ball nicht richtig mit. Jamacek, Hippler. Da kommt nochmal an, Stefanie Lars. Ja, 8. Treffer. Damit die meisten auf Seiten des Gewissmar. Ja, der Ball nochmal gehalten von Justin Steiner. Das kommt alles zu spät. 10 Sekunden sind es noch. Fünf Sekunden noch. Franka Kühne wirft nochmal Pfosten. Und das war's. Die TSG Wismar unterliegt dem TSV Nordharesleh mit 26-31. Glückwunsch an die Randflensburger. Danke an Lena Petersen, dass du mir zur Verfügung gestanden hast für dieses Spiel. Hat Spaß gemacht und wir sehen uns dann auch gleich bei den Interviews mit den Trainern. So, das Spiel ist beendet. Die TSG Wismar unterliegt erneut zu Hause, diesmal gegen den TSV Nordharesleh. Ist euch ein bisschen die Luft ausgegangen zum Ende? Nein, ich denke nicht, dass uns die Luft ausgegangen ist zum Ende. Wir haben einfach eine schlechte Wurfauswahl gehabt und eine schlechte Wurfausbeute gehabt. Wir hätten da einfach nur konsequenter abschließen müssen, dann wäre auch durchaus ein Sieg möglich gewesen. Ja, schlechter Abschluss, das haben wir auch beim TSV Nordharesleh gesehen. Ihr hättet viel früher den Deckel drauf machen können. Warum nicht? Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, aus dem letzten Spiel haben wir so ein bisschen Unsicherheit mitgenommen, weil wir da viele Chancen gehabt haben und auch nicht genutzt haben. Da hat uns Metzing für hart bestraft und uns unsere Grenzen aufgezeigt. Und wir wollten natürlich heute einiges besser machen. Das ist uns phasenweise ganz gut gelungen. Phasenweise bin ich noch nicht einverstanden damit. Ich glaube, wir haben am Ende den einen Fehler weniger gemacht und wir haben am Ende auch die eine Chance mehr reingemacht. Und am Ende läuft dann so ein Spiel, wie es läuft. Und ich bin natürlich froh, dass ich hier gewonnen habe. Ich nehme die Punkte gerne mit. Und ich hoffe auch für den Norden, dass Wismar die Klasse hält und dass wir uns im nächsten Jahr hier wiedersehen. Ja, Klasse halten, Thilo. Das ist eine schwere Aufgabe. Steht ganz unten in der Tabelle. Wie groß ist die Hoffnung bei dir, beim Team, beim Umfeld, dass das noch klappt? Also die Hoffnung ist schon noch da, die stirbt ja bekanntlich zuletzt und auch der Glaube ist noch da. Also wir haben nach wie vor gutes Training und wir haben immer eine hohe Bereitschaft und eine hohe Moral. Also das spreche ich der Mannschaft nicht ab. Aber es ist klar, irgendwann, wenn du am Tabellenende stehst, kommt Unsicherheit. Dann überlegst du bei Aktionen länger und es fehlt dir einfach die Intuition und die Leichtigkeit, so ein Ding mal zu spielen. Und es kommen dann haarsträubende technische Fehler plötzlich dazu, die du so nicht kennst oder in der Anzahl nicht kennst. Und ja, wir haben auch natürlich in den Gesprächen mit der Mannschaft nochmal versucht, was machen wir anders, schneller spielen, langsamer spielen. Wir haben dieses Jahr natürlich auch schon beide Varianten gespielt und wenn du heute, so wie heute, 75 Angriffe gehst, dann ist das eigentlich, hat nichts mit Schwäche oder mit körperlicher Fitness zu tun. Aber ich denke, wenn wir nicht diese Konsequenz an den Tag legen, macht dieses Spiel auch keinen Sinn. Also dann fahren wir am Wochenende nach Dortmund und kriegen da 40, das ist ganz klar. Also da treffen wir auch auf einen sehr starken Gegner, der auf allen Positionen gefährlich ist. Und da macht das nicht Sinn, so Harakiri zu spielen einfach. Ne? Ja, warum habt ihr die Selbstsicherheit nicht mitnehmen können aus dem Spiel gegen Gräben, wo ihr dann auswärts dann mal gewinnen konntet? Auch die Selbstsicherheit haben wir schon mitgenommen. Also das ist so, aber es ist dann Kleinigkeiten. Du besprichst Dinge, du besprichst, wie eine Lemke rumkommt und wirft und über den Block und wie du das abarbeiten willst. Und du besprichst, wie eine Torhüterin sich bewegt. Das waren ja so die Hauptdinge, über die wir eigentlich vor dem Spiel gesprochen haben. Und wenn du das dann aber nicht umsetzt und es genau die Dinge eintreten und dass die Mannschaft eher verunsichert als so nach dem Motto, ja, hat er ja gesagt und machen wir anders, dann kommt schon ein Stück Verunsicherung raus. Also es ist auch so gewesen, dass wenn Greven nicht
nicht überzeugt haben, das muss man auch mal sagen. Wir haben dort mit 8 hinten gelegen und haben das Spiel nur kämpferisch und mit Einstellung und mit Herz wieder gewonnen. Aber auch da war bei weitem nicht alles Gold, was glänzt. Auch da haben wir noch eine hohe Fehlerquote gehabt. Aber da haben wir eben diese Bälle zum Schluss, die wir auch hier von Haresley mit Geschenk gekommen haben, einfach reingemacht. Das war der Unterschied. Ne? Und dann fängt auch so eine andere Mannschaft auf der anderen Seite mal an, ein bisschen zu flattern. Das war halt in Greven so. Wenn wir es hier bis zum Ende hätten offen halten können, hätten wir auch eine Option gehabt zu gewinnen. Aber so, wenn wir zwischendurch halt 4-5 Tore weggehen, lassen den Gegner und uns immer wieder ranarbeiten müssen, dann haben wir ein Problem. Ja, das hat sich gezeigt. Dass es so gut läuft, wie bei Nordharesley im Moment, das hat man vor der Saison nicht erwartet. Was ist das Rezept, dass ihr quasi die Flagge hochhaltet für die norddeutschen Mannschaften? Naja, im Grunde genommen ist es genau quasi so ein bisschen das Gegenteil, was Thilo gesagt hat. So, ne? Wir haben natürlich aus den Spielen, die wir gezogen haben, haben wir erstmal sprüht die Mannschaft vor Teamspirit, vor Freude im Handball. Die Erfolgserlebnisse sind da. Da spielt es sich einfach auch ein bisschen einfacher. Und die Mannschaft glaubt an sich. Sie ist da, wo sie steht, glaube ich, auch zurecht. Wir haben gute Ergebnisse erzielt und es ist einfach, ja, du kriegst dann, das kann ich auch gut nachvollziehen, so. Also du kriegst dann auch sicherlich den ein oder anderen Pfiff mehr, wenn man da oben steht, als wenn man unten steht. Und die Selbstsicherheit und das Selbstvertrauen ist auch ein anderes, wenn du da oben in gesicherten Regionen stehst. Das ist so. Aber gleichwohl haben wir uns das hart erarbeitet und wir haben uns das auch erkämpft und erspielt. Und ich bin stolz auf diese Mannschaft und ich glaube, den Weg, den wir gehen, der ist richtig. Aber gleichwohl ist es so, dass wir natürlich mit bestimmten Phasen auch noch nicht einverstanden sind. Aber letzten Endes sind wir auf einem guten Weg. Und ich glaube, wenn wir da weitermachen und die Mädchen dabei bleiben und nicht übermäßig jetzt über die Stränge schlagen, dann glaube ich, können wir noch für die eine oder andere Überraschung sorgen. Aber dann müssen wir auch die Fehler, die wir heute gemacht haben, in der Vielzahl ein bisschen minimieren. Du hast es vorher angesprochen, dieses Nord-Süd-Gefälle. Es verlagert sich doch sehr Richtung Süden, die zweite Bundesliga. Inwiefern wird das ein Problem, gerade in der Zukunft des norddeutschen Frauenhandballs? Naja, ich hoffe ja so. Also wir haben ja ab und zu mal den Beweis angetreten, dass es vielleicht doch anders ist. Wir haben in Zwickau gewonnen, wir haben in Bensheim einen Punkt geholt, wir haben Nellingen zu Hause mit 11 Toren nach Hause geschickt. Der Süden ist nicht unschlagbar. So, ich glaube, und wenn man mir vorher erzählt hätte, dass ich natürlich so mit dieser Mannschaft nun die beste Nordmannschaft darstelle, so. Aber mir ist es recht, wenn der Norden auch dominant auftritt und in dieser Vielzahl auch bestehen bleibt. So, und was soll ich dazu sagen? Also wir sind, denke ich, auf einem guten Weg und wir sollten auch in dieser Vielzahl im Norden auch so bleiben und zusammenhalten. Mhm. Eine kurze Frage, wie geht es weiter bei euch? Ja, wir spielen jetzt in 2 Wochen zu Hause gegen Zwickau. Das ist sicherlich auch keine einfache Aufgabe, aber wir werden uns wie immer darauf vorbereiten und werden versuchen, dieses Spiel zu gewinnen. Und wenn wir das gewonnen haben, dann ist, glaube ich, auch rein rechnerisch der Klassenerhalt gesichert. Ja, Thilo, ich denke, die Worte deines Trainerkollegen kannst du mit aufnehmen, als Norden breite Brust zeigen gegen den Süden. Wenn ihr jetzt nach Dortmund fahrt, das nächste Heimspiel ist dann wann? Das nächste Heimspiel ist das darauffolgende Wochenende, ich glaube 18. Und jetzt muss ich kurz überlegen, wen wir haben. Rosengarten zu Hause, Nordligisten, auch das sind natürlich Mannschaften, wo man sagt, okay, kennt man und ist die Chance immer größer. Es ist aber letztendlich so, klar, man kann immer mal einen Erfolg holen. Wir haben auch gesehen, Halle schlägt Weibern mal, sowas ist möglich. Was Selbstvertrauen und, möglich macht, zeigt Haresley. Aber letztendlich, es gibt 6 Mannschaften, die in der Tabelle oben stehen, das sind alles Nordmannschaften. Und es gibt 6, die unten stehen, das sind, 5 davon sind Nordmannschaften. Es ist leider so, dass ich denke mal, dass sich die zweite Bundesliga darunter verlagern wird. Es wird Haresley und Travemünde, denke ich mal, schaffen. Es werden die Füchse dazukommen. Und dann muss man mal sehen, was noch so geht. Aber es wird schon, ich kann auch nicht sagen, woran es liegt. Also ob die Dichte da unten an handballspielenden Mannschaften größer ist, dass sie einfach mehr Zugriff haben. Also bei uns ist es hier in MacPom schon sehr ausgedünnt. Wir müssen eben auf Rostock oder Schwerin zurückgreifen an den Spielermarkt. Und das sind irgendwo natürlich Drittligisten, die sollen in der zweiten Liga spielen. Es gibt niemanden, den wir, also müssten wirklich weit greifen, um irgendwo Spielerinnen zu holen, die uns sofort verstärken, wo ich dann sage, keine Ahnung, wen soll ich dafür unten lassen? Also wenn ich jetzt eine Spielerin aus Rostock hole, wer soll dafür nicht spielen? Und so. Und da haben die unten im Süden wirklich, da werden Spielerinnen hin und her geschoben und getauscht und so, die haben da einfach mehr Zugriff. Also das muss man ganz klar sagen. Wenn ich heute lese, dass 3 Spiele in der Liga verlegt werden, weil Junioren-Nationalspielerinnen in der zweiten Liga unterwegs sind und dann eine Auswahlmaßnahme haben und in Bensheim spielen 5 und in
in Halle 3 und welche Truppe war das noch? Bietigheim, glaube ich. Da sind jetzt schon Junioren-Nationalspielerinnen, die da rumlaufen. Das heißt, die sind auch für die Zukunft gut aufgestellt. Und das ist das, was uns hier oben wirklich ein bisschen fehlt. Also wir leben auch von etablierten Spielerinnen. Auch Haresle lebt ja im Grunde von etablierten Spielerinnen. Die Lemke ist lange schon auf diesem guten Niveau und auch Vogler und solche Leute. Auch da muss man sehen, wie es da geschafft wird, eben was nachzurücken. Und da sehe ich einfach wirklich hier bei uns im Norden, ist das Potenzial sehr ausgedünnt einfach. Ich denke mal, das wird in den nächsten Jahren auch auf Haresle dann irgendwo zutreffen. Und wenn wir es nicht schaffen, eigene Jugendarbeit zu kreieren und auf breite Füße zu stellen, dann werden wir auf Jahre gesehen wirklich Schwierigkeiten haben. Oder müssen ganz viel Geld ausgeben und die Leute nach Wismar und nach Bietigheim locken aus dem Süden, aber auch da kann ich, ich glaube ich hier nicht, ist das kein Geheimnis, wenn ich das verkünde, dass da unten mehr gezahlt wird, dass da besser gezahlt wird, dass die Gehälter einfach höher sind, und auch das muss man in dieser wirtschaftlich schwachen Region eben auch immer noch sehen. Also das sind so Dinge, da kämpfen wir halt mit. Ne? Ja, dann wünschen wir bei diesem Kampf viel Glück für die weitere Saison, dass es vielleicht auch noch klappt mit dem Klassenerhalt mit der TSG Wismar. Eine erfolgreiche Saison für den TSV Nordharesle, und danke, dass Sie fürs Interview zur Verfügung gestanden haben. Danke auch.